Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir haben in der letzten Folge die Landebahn komplett abgeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt in dieser Folge weiter mit dem Hangar. Also die gute Frau hatte, also die Ingenieurin hat in der letzten Folge gesagt gehabt, dass es weitergeht mit dem Hangar. Ich hoffe mal, sie hat die Wahrheit gesagt. Genau, der Hangar, Dreh- und Angelpunkt. Für die Sportmaschinen soll ein Hangar errichtet werden, der im Inneren eine interessante Funktionalität beherbergt. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Dann starten wir auch direkt mal durch mit dem Hangar. Wir machen wieder Auftragsumfang Mittel und wir nehmen den Auftrag direkt mal an. So, genau, dann gehen wir erstmal zur Besprechung. Die gute Frau hat ja in der letzten Folge gesagt gehabt, dass sie sich da immer vor ihrem Bruder versteckt hat, also in den Häusern hier, wo jetzt die Landebahn verläuft. Da waren ja so kleine Holzhütten, da hat sie sich immer versteckt gehabt vor ihrem Bruder. Und ja, ich kann auch, der Hangar kommt hier drüben hin. Sag mal, wie merkwürdig ist das denn? Da müssen die Flugzeuge ja immer über die Straße rollen. Deswegen ist auch hier dieser Weg. Ah, okay. Ja, ich kenne auch so gute Geschichten mit meiner Schwester, mit meiner Älteren. Falls dich meine Nostalgie für diesen Ort ein bisschen verwundert, liegt das daran, dass dies mein altes Sommercamp war, was nun leider abgerissen werden muss. Traurig aber wahr. Es wurde versucht, die alten Gebäude zu erhalten, aber der Ort wurde dann irgendwann einfach zu baufällig. Nun soll hier also ein Hangar gebaut werden. Er muss nicht nur wetterfest sein, sondern braucht auch ein speziell angefertigtes Falltor, das der maximalen Spannweite unserer Maschinen angepasst ist. Am Ende wird es im Inneren ein Flugzeugkarussell geben, auf dem die Sportmaschinen zum Eingang gedreht werden können. Ein kluges Design. Ich bin sehr gespannt, wie es am Ende aussieht. Okay, cool, ich auch. Okay, wir haben ja auch einen Platz für unseren Kran. Ja, ist schon ein großes Gebiet hier. Wir müssen Gesteinsbrocken wegräumen und zerstörtes Kanalbauteil und. Okay, müssen wir da hinten hin verfrachten. Ich würde mir dafür gerne wieder unseren schönen Bagger herholen. Ja, wir haben hier den JCB-Bagger. Und ich arbeite, ehrlich gesagt, fahre ich mit dem total gerne durch die Gegend, aber der ist ziemlich kaputt, sehe ich gerade. Sind wir gerade wirklich durch die Map gefallen und wurden jetzt mit dem Bagger auf die Autobahn gesetzt? Ja, geil, Vollgas! Kann es sein, dass dieses Spiel immer verbuggter wird von Update zu Update? Ich will ja nichts sagen, aber... So einen Fehler hatten wir früher auch noch nicht gehabt, oder? Dass wir einfach bei Schnellreisen zu einem Fahrzeug hin durch die Map gefallen sind. Immer mal neue Sachen. Na gut. Ich wollte hier gerade mal zur Tankstelle gehen mit dem Ding, weil ja, mit 34%, ich glaube, mir verreckt das Ding dann während der Baustelle. Sprit ist nämlich auch fast all. Es ist aber auch immer noch so merkwürdig, dass Sprit fast genauso schnell leer ist oder beziehungsweise man genauso schnell Schaden fast nimmt, wie der Sprit leer geht. So, wir tanken gerade mal. Ja, ich habe auch noch so die eine oder andere Story vom, oder mit meiner Schwester, wie wir uns damals immer, ja, ein bisschen geärgert haben, ein bisschen gestresst haben. Schönste Sache, an die ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich damals meine Schwester im Hochsommer mal in die Gartenhütte eingesperrt habe. Man denkt sich ja als Kind da nichts dabei, eigentlich war es versuchter Mord. Sie hat es aber überstanden. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber sie hat es irgendwann überlebt, weil ich so gut wie ich bin und ich bin ja auch überhaupt nicht vergesslich, habe ich sie dann irgendwann als Kind da in der Gartenhütte vergessen. Irgendwann ist meinen Eltern aufgefallen, dass meine Schwester fehlt. Mein Gott. Aus den Augen, aus dem Sinn. Oh Mann. Und als Rache, wir haben einen Dachboden. Ja, so erster Stock oder so, kommst du nur von außen mit einer Leiter dran. Wobei, ich würde sagen, ist noch ein bisschen höher als erster Stock, weil ja, so zwischen erster und zweiter Stock hat er so ungefähr seine Einstiegshöhe. Und als Strafe, als Rache dafür hat mir meine Schwester mal die Leiter dann weggenommen und hat mich einfach da oben dann gelassen. Und ich habe mir halt dann als kleiner Bubi gedacht, ich springe halt einfach mal da runter. Das Gute war, ich konnte mich gut abrollen, ich habe mich also nicht verletzt. Ich hatte zwar dann ein bisschen Knieschmerzen ein paar Tage, aber das hat sich dann alles wieder beruhigt gehabt. Ja, so schöne Sachen hat man gemacht mit seiner Schwester. Mit seinen Geschwistern macht man immer so tolle Sachen. Ach ja. Ach ja, wir haben eigentlich nur Scheiße angestellt. Die armen Eltern. Jetzt so im Nachhinein denkt man sich wirklich, die armen Eltern.
Aber so weit denkt man als Kind halt nicht. Genauso wie man nicht dran denkt, dass man da irgendwie in der heißen Gartenhütte, dass man da irgendwie draufgehen kann. Mein Gott, soll sich nicht so anstellen. Ach ja. Aber wir haben uns alle Taten verziehen. Das ist das Gute. Das ist das Gute. Ja, aber ich habe meiner Schwester auch ein bisschen was zu verdanken. Zum Beispiel einmal ich war mit meiner Schwester draußen. Unser Hund war auch mit dabei und ich habe ja schon mal gesagt, unser Hund war, ich will nicht sagen bissig, er hat eigentlich nichts gegenüber seiner Familie gemacht. Er hat nur immer alles verteidigt. Nur wenn halt ein Tier Schmerzen hat, macht so ein Tier halt manchmal Dinge, die es eigentlich nicht machen würde. Und ich als kleiner Bubi wollte einen Stock werfen, unser Hund war draußen, ja, der wollte den fangen und ich habe ihn aus Versehen diesen Stock volle Möhre in die Rippen geworfen. Es war nicht gewollt, der Stock ist mir aus der Hand gerutscht und unser Hund dann einfach aus Reflex ist losgerannt und hat mir am Arm gehangen und hat mich gebissen und hat nicht mehr losgelassen. Meine Schwester war ja auch mit draußen, die ist direkt losgerannt, hat unsere Eltern geholt, ja, während ich meinen Arm im Mund vom Hund hatte, der schön zugeknuspert hat. Meine Eltern konnten dann zum Glück den Hund lösen, aber ich konnte halt nicht böse auf ihn sein, ehrlich gesagt. Klar, ich hatte dann eine schöne Bisswunde am Arm gehabt, aber ich konnte einfach nicht böse auf ihn sein. Ich habe doof geworfen, ich habe ihn erwischt, er hat Schmerzen gehabt und dadurch, wenn ein Tier Schmerzen hat, beißt es gerne mal zu. Ist ja bei Charlie auch nicht anders, wenn die sich irgendwie wehtut oder irgendwo festhängt mit ihrer Kralle, was ja auch mal passieren kann. Wenn man dann da hingreift und versucht sie zu befreien, dann kriegst du halt mal eine Kralle ab. Ist ganz klar, oder sie beißt halt dann mal zu. Ich meine, die Tiere beißen dann auch nicht volle Kraft zu. Ja, der Hund von uns hat auch nicht volle Kraft zugebissen. Hätte er das gemacht, hätte er wohl meinen Arm geschält. Es war halt einfach so ein Schmerzreflexbeißen, muss man sagen. Er hat auch nicht volle Kraft zugebissen. Hätte er das gemacht, hätte ich bösere Verletzungen gehabt. Er kam auch dann danach, als er dann wieder verstanden hat, was er gerade gemacht hat, kam er dann auch wieder winselnd und quiekend auf einen zu und Kopf runter. Das ist ja immer so ein Zeichen gewesen, dass es ihm leid tat oder so. Nur manchmal hat halt einfach der Kopf ausgeschaltet bei ihm. Ja, man kennt es ja auch als Mensch manchmal, wenn man sich über irgendwas aufregt, schaltet der Kopf aus. Und er hat halt Schmerzen gehabt und dann ist aber bei dem Hund auch der Kopf ausgeschaltet worden. Ist halt einfach so. Das hast du dann halt immer gemerkt. Und dann, sobald er wieder verstanden hat, was jetzt überhaupt passiert ist, hat er sich halt immer aufs Heftigste entschuldigt. Ja, also wirklich Kopf runter, Schwanz wedeln, total klein gemacht, rumgequiekt als Entschuldigung und wollte ihr immer Küsschen dann geben und ja, er hat halt dann immer gemerkt, dass er Scheiße gebaut hat. Im Grunde genommen aber hatte ich die Scheiße halt gebaut, weil ich halt den Stock doof geworfen habe, er ist mir halt einfach aus der Hand gerutscht und das war halt ein großer Stock. Und der hat halt gut Schwung schon drauf gehabt, ich konnte damals schon recht gut werfen und er hat halt wehgetan. Ja, wie gesagt, das ist aber bei Charlie auch so. Wenn du Charlie aus Versehen, wenn sie im Dunkeln vor dich läuft, du tust sie aus Versehen wegkicken, dann kann es auch mal passieren, dass sie dir aus Reflex sich rumtreten, eine langt. Und danach kommt sie aber angelaufen und streift dich und Kopf runter und will unbedingt damit dir schmusen, reibt den Kopf an dir und da merkt sie auch, ah, jetzt hat sie gerade doof reagiert. Das war nicht extra, was wir gemacht haben. Mein passiert zum Glück sehr, sehr, sehr selten, aber ich bin auch gerade letztens aus Versehen wieder auf ihre Pfote leicht gekommen mit meinem Fuß und da hat sie aber nichts gemacht, da ist sie nur aufgesprungen und weggerannt. Das hat, da hat sie recht lieb reagiert, sagen wir es mal so. Da hat sie ihre Aktion in den Griff gehabt. Es ist ja nicht gewollt. Es ist ja nicht gewollt. Zum Glück passiert sowas aber richtig selten. Wir sind jetzt nicht mit der Planierraupe noch durch den Boden gefallen, oder? Wieder Vollgas, juhu! Ach Mann, da ist ja auch gar keine Autobahn, das ist eine Landstraße. Dann geht's ja noch. Bausimulator Bugfest. Naja. So, ich würde sagen, es wird gerade wieder dunkel. Wir springen deshalb gerade mal wieder mit der Zeit ein bisschen zum Morgen. Wir hatten ja mal eine Katze hier gehabt, die haben wir für eine Woche, glaube ich, war es, weil der Besitzer in Urlaub gegangen ist, haben wir für eine Woche die Katze aufgenommen bei uns. Charlie ist ja da sowieso total die liebe Katze. Ja, also die hat die neue Katze sofort herzenswarm quasi empfangen. Hat überhaupt nicht ihr Revier irgendwie für sich beansprucht oder so, sondern direkt hier, komm, spiel mit mir, lass uns Spaß haben, lass uns ein bisschen rumtollen.
Lasst Freunde sein quasi, hat Charlie signalisiert. Total süß gewesen. Und mit der Katze, die halt dann bei uns war, die hat am Anfang Schiss vor uns gehabt. Ich meine, die kannte uns auch als Baby her schon. Als kleines Kitten. Und sie hat sich trotzdem nicht mehr so wirklich an uns erinnert. Ja, die Katze ist auch vom Hof gewesen von Katrins Eltern und daher kannten wir sie halt, aber sie hat sich nicht mehr so wirklich an uns erinnert. Ist ja auch okay. Aber sie hat sich dann nach 1, 2, 3 Tagen so an uns gewöhnt gehabt und die ist halt dann die ganze Zeit zwischen meinen Füßen rumgelaufen. Aber wirklich die ganze Zeit. Ich bin einen Schritt gelaufen, ich habe immer eine Katze zwischen meinen Beinen gehabt. Das war wirklich, ich musste so aufpassen. Ich musste auch nachts aufpassen, weil die hat sich nachts auf mich gelegt. Während ich geschlafen habe, hat sie sich auf mich gelegt. Also total anhänglich gewesen bei mir und da musste ich wirklich immer aufpassen. Ich konnte auch nachts im Dunkeln nicht laufen. So bin ich jemand, ich laufe nachts immer total gerne im Dunkeln durch die Gegend. Ich halte kein Licht an. Weil sobald ich Licht anschalte, bin ich wach. Und manchmal, wenn ich nur nachts irgendwie aufs Klo gehe oder so in die Küche laufe, laufe ich immer im Dunkeln durch die Gegend. Dann tue ich so mal, als wäre ich blind. Ich laufe wirklich dann ohne Licht durch die Gegend, habe meine Punkte zum Antasten, wo ich dann weiß, okay, da an der Stelle nach so und so vielen Schritten quasi, habe ich da was zum Greifen. Wenn das da ist, bin ich auf korrekten Kurs. Wenn das nicht da ist, bin ich auf falschen Kurs. Und das konnte ich halt mit der Katze, wie die da war, nicht machen. Mit Charlie kann ich sowas halt machen, weil Charlie hat eigentlich nachts, liegt sie in ihrem Kratzbaum oder in ihrem Bettchen im Schlafzimmer, wobei man sagen muss, im Winter liegt sie bei uns mit dem Schlafzimmer in ihrem Bett auf dem Kallax-Regal ganz oben drauf, da klettert sie dann hoch. Und im Sommer jetzt schläft sie im Wintergarten. Da hat sie auch einen Kratzbaum stehen und beziehungsweise da hat sie jetzt letztens erst wieder einen neuen bekommen, der ein bisschen größer ist und noch mehr Häuschen hat. Und da schläft sie dann immer nachts in irgendeinem von den Häuschen im Kratzbaum. Residenz Charlie. Und da kannst du dich halt drauf verlassen, dass sie da nachts drin liegt. Die liegt dir nicht im Weg rum, die läuft dir nicht im Weg rum. Nicht so wie die andere Katze, die dir wirklich nachts jeden Schritt irgendwie hast du da eine Katze zwischen den Füßen gehabt. Und das war halt wirklich ein bisschen störend für mich. Aber auch total putzig. Total putzig. Totale süße Kätzchen. Meint man gar nicht, wie anhänglich so eine Katze innerhalb ein paar Tagen werden kann, wenn sie merkt, oh, die sind lieb, die meinen es gut mit mir und so weiter und so fort. Und auf einmal, da haben sie keine Angst mehr, dann kommen sie und wollen kuscheln und schmusen und das und spielen und da. Richtig putzig. Richtig, richtig putzig. Ich bin auch immer wieder begeistert, wie schlau so Katzen sein können. Ich habe früher immer, ich bin mit dem Hund groß geworden, ich habe immer gedacht, Hunde sind so extrem schlau, aber ich muss sagen, Katzen können auch extrem schlau sein. Ich finde, sieht man auch stellenweise so an Charlie, sie weiß genau, weil wir gehen ja auch mit ihr raus, also ist ja eigentlich eine Hauskatze, aber sie geht halt jedes Mal, wenn wir rausgehen, kommt sie mit raus auf die Wiese und sie weiß genau, wo sie hin darf, wo sie nicht hin darf. Sie weiß genau, wie weit sie gehen darf, wo sie langlaufen kann, beziehungsweise wo das Grundstück endet und so weiter und so fort. Und wenn man dann ihr sagt, Charlie, gehen wir wieder rein, dann kommt sie an und dann gehen wir immer mit rein. Wir ziehen ja auch immer so ein Glöckchen an, weil Charlie hat halt so ein Fellmuster, wenn die sich auf Erde setzt und sich nicht bewegt oder auf Erde hinlegt. Man sieht sie einfach nicht. Normalerweise, wenn man sie ruft, antwortet sie. Wenn man sie mit ihrem Namen ruft, dann kommt normalerweise immer ein Miau zurück. Da kommt immer eine Antwort. Man kann also dann immer orten, wo sie sich gerade aufhält. Aber wir haben halt so ein kleines Halsbändchen mit Glocke, damit, wenn sie nicht antworten sollte, was sie eigentlich immer macht, dass man sie wenigstens hört. Manchmal läuft sie auch irgendwie bei uns zwischen dem Tomaten und Zeug rum und da siehst du sie nicht und dann hörst du aber wenigstens die Glocke, dann brauchst du nicht rufen. Ist schon, finde ich, sehr, sehr schlau und sehr, sehr cool, dass sie sowas kann. Ich hätte niemals gedacht, dass man Katzen sowas beibringen kann. Ist auch genauso, wie wir ihr in der Wohnung beigebracht haben, auf welche Schränke sie hochspringen darf, auf welche Möbel sie hochspringen darf. Alles gar kein Thema. Ja, zum Beispiel Küchenzeile ist tabu. Ich möchte nicht, dass er irgendwo rumläuft, wo gekocht wird. Das brauche ich einfach nicht. Ich möchte da keine Katzenhaare irgendwie im Essen haben oder will nicht damit rechnen müssen, dass sie irgendwie am Essen rumgeleckt hat oder was weiß ich. Das macht sie auch nicht. Das haben wir ihr vom Anfang an beigebracht, dass sie das nicht machen soll. Deswegen, da springt sie nicht hoch. Gar kein Thema. Wo sie aber hochspringen darf zum Beispiel, ist der Schreibtisch. Da stört es mich nicht. Wenn sie hier beim Aufnehmen am Mikrofon sich rumreibt, stört mich nicht. Finde ich nur einfach mega putzig. Oder das darf sie auch. Gar kein Thema.
ist noch der Wohnzimmertisch und Esstisch, wo sie nicht drauf darf. Und ansonsten darfst du eigentlich auf alle Möbel hochspringen. Gar kein Thema. Nur halt alles, was so mit Essen zu tun hat oder so, mag ich nicht. Aufs Bett darfst du drauf springen, ne? Nervt mich auch überhaupt nicht. Aber das macht sie von selber eigentlich nicht. Sie hat mal so eine Zeit gehabt, da hat sie sich nachts auch zwischen mich und Katrin gekuschelt. Das hat sie aber nur ein paar Tage gehabt und dann ist sie wieder immer in ihr Bett gegangen. Aber da hat sie sich auch aber auch reingequetscht. Muss ich sich vorstellen, unsere Kopfkissen lagen immer ziemlich dicht beieinander, Katrin und meins. Und Charlie hat sich halt dann dazwischen in diesen kleinen Spalt gequetscht. Und immer mega putzig, total verknäult gewesen. Und aber das macht es halt auch nicht mehr. Ich meine, es dürfte von mir aus, aber das macht sie nicht. Die hat ihr Bettchen, braucht unser Bettchen nicht. Ist auch okay, aufs Sofa darf sie auch drauf zum Beispiel. Und das weiß sie halt alles. Sie weiß genau, wo sie drauf darf, wo sie nicht drauf darf. Wo sie für Schimpfe kriegt, wo sie für keine Schimpfe kriegt. Also man kann Katzen wirklich sehr viel beibringen. Wir haben ja auch, oder ich habe ihr letztens so antrainiert, dass sie Männchen machen kann, wenn sie ein Leckerli kriegt. Ja, ich bin auch dabei, ihr beizubringen, Sitz zu machen, wenn ich sage. Und man muss ja auch Katzen so ein bisschen fordern. Und ich finde es halt richtig cool, dass man Katzen sowas beibringen kann. Ich habe niemals damit gerechnet, dass man denen wirklich so viel beibringen kann. Wie Sitz machen oder Männchen machen. Ich denke mal, dass man ihr noch viel mehr beibringen könnte. Weil, wie gesagt, wir haben ihr die Grundstücksgrenzen beigebracht, wo sie auf der Wiese rumlaufen darf. Dass sie nicht auf die Straße laufen soll. Auch wenn sie aus der Haustür rausrennt, darf sie auch machen. Wenn wir die Tür aufmachen, bringen Müll raus, darf sie aus der Haustür rausrennen. Macht sie im Sommer gerne, im Winter nicht. Da bleibt sie an der Tür sitzen und guckt einfach nur raus. Im Sommer jetzt rennt sie dann einfach gerne raus. Dann rennt sie einfach nur zwei Meter neben die Tür und bleibt dann da sitzen und guckt einen zu. Sobald wir wieder reingehen und sagt, Charlie, geh mal rein, kommt sie wieder mit reingelaufen. Aber das ist halt schön, dass man sich so drauf verlassen kann, dass sie halt nicht auf die Straße rausrennt und so weiter und so fort. Immer Haustür raus, um die Ecke, auf den Weg draufgesetzt oder auf die Wiese hintergegangen. Ist aber auch voll okay, darf sie ja. Habe ich nichts dagegen, weil sonst darf sie ja auch auf die Wiese, wenn wir mit rausgehen. Und wenn man halt dann sagt, Charlie, gehen wir rein, dann kommt sie halt wieder mit reingedackelt. Ist okay. Aber es ist halt süß, wenn wir ihr dann das Glöckchen auch anziehen wollen und so weiter, dass sie dann... Mittlerweile haben wir ihren alten Kratzbaum vom Wintergarten im Esszimmer stehen. Und da springt sie dann hoch, dann tut sie einmal, ich sage immer Popo-Wackel dazu, dann tut sie einmal rumkratzen. Und das sieht immer aus, als würdest du mit dem Popo rechts und links wackeln. Immer ganz lustig. Achso, ich habe den Bagger ja schon hier, gell? Genau, den suche ich. Ich soll einen Graben ausheben. Ja, dann tut sie immer, nachdem sie fertig gekratzt hat am Kratzbaum, tut sie immer ihren Kopf rausstrecken, damit man ihr das Glöckchen anziehen kann. Und ich finde es halt einfach mega putzig, dass sie sich so Sachen merken kann und dass man ihr halt wirklich so viel beibringen kann. Und richtig, richtig cool. Und sie weiß auch, egal was man sagt, sie weiß auch genau, was man meint. Und das finde ich manchmal ein bisschen erschreckend. Aber eigentlich ist es voll cool. Ja, wenn man jetzt sagt, ja, wir gehen jetzt in den Keller, die Tür aufmachen, weil Katrin gleich nach Hause kommt oder so. Ich rede halt auch ganz normal mit Charlie. Dann rennt sie vor zum Keller und setzt sich dann dahin und wartet im Keller, bis Katrin kommt. Sie wartet halt im Keller, weil Katrin halt mit dem Fahrrad fährt und mache ich immer die Garagentür auf und so weiter und so fort, dass Katrin gleich rein kann. Und ja, Charlie weiß es halt und dann, wenn ich sage, Katrin kommt gleich nach Hause, dann rennt sie halt schon mal vor, setzt sich dann in den Keller rein, wenn ich die Tür aufgemacht habe und wartet dann da, bis Katrin kommt. Und ist genauso, wenn man sie fragt, hast du Hunger? Wenn sie keinen Hunger hat, sagt sie nichts und läuft einfach davon. Wenn sie Hunger hat, dann fängt sie an zu miauen, dann schreit sie einen richtig an. Das heißt, man kann sie fragen, ob sie jetzt Essen haben will oder nicht. Finde ich auch mega cool. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man das machen kann. Herzlich willkommen zum Bausimulator. Es geht mir so auf den Keks manchmal. Oh Mann. Was soll der Scheiß? Kann doch nicht sein, dass jedes Fahrzeug, was ich jetzt hier hinten irgendwie mit einer Schnellreise mir hole, durch die Gegend fliegt. Ich glaube, das ist aber so, weil da jetzt eine Straße ist, oder? Da war keine Straße, aber das kann doch trotzdem nicht sein. Das ist doch doof. Das ist wirklich nur noch ein Bugfest aktuell. Das tut mir wirklich leid. Der ist aber auch genauso, wie Charlie unterscheiden kann zwischen Trockenfutter und Nassfutter. Ich wollte noch ein bisschen hier rangieren. Denke mal, so ist ganz gut. Ja, sie kriegt ja zweimal am Tag quasi Nassfutter.
und einmal am Tag halt, beziehungsweise kriegt auch morgens meistens gleich Trockenfutter mit rein oder manchmal auch abends vorm Schlafengehen kriegt sie nochmal eine extra Schüssel ein bisschen Trockenfutter rein und ja, sie weiß genau, wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe dir nochmal Trockenfutter, dann freut sie sich nicht, weil Trockenfutter ist er einfach kein großer Fan von, ist ja auch okay, wäre ich auch nicht. Aber dann hat sie für die Nacht wenigstens was zum Knuspern. Und wenn man halt dann fragt, willst du so ganz normal Essen haben oder willst du dein Nassfutter haben, dann fängt sie an rumzubrüllen, wenn sie Hunger hat. Also die versteht da auch den Unterschied zwischen Trockenfutter und Nassfutter. Ist auch richtig krass. Hätte ich auch nie gedacht, dass das eine Katze unterscheiden kann. Ich hätte gedacht, Katzen denken, Essen ist Essen. Aber man kann es ihr so beibringen oder sie weiß halt einfach, was was ist. Und das finde ich auch schon mega. Genauso wie wir auch, Charlie und ich haben halt antrainiert, wenn zum Beispiel eine Motte im Wintergarten ist. Ja, abends Fenster vergessen zuzumachen oder erst spät zugemacht, dann ist eine Motte im Wintergarten. Charlie sagte halt immer Bescheid. Und Charlie liebt es, Motten zu fangen. Und sie weiß genau, sie darf auf meine Schulter drauf, wenn sie irgendwie was fangen möchte oder so, sie darf auf meine Schulter drauf. Genauso wie sie auch einfach so zum Kuscheln auf meine Schulter sich drauflegen kann. Dann habe ich wie so einen Schal umhängen, habe ich halt eine Katze umhängen. Und sie weiß halt genau, dass wir zusammen Motten fangen. Das hatte ich irgendwann mal angefangen, dass ich gesagt habe, okay, Charlie, komm auf meine Schulter drauf, dann können wir die Motte fangen, weil die fliegt gerade da oben rum. Und das hat sie sich natürlich gemerkt. Und deswegen, wenn sie eine Motte im Wintergarten sieht und sie kommt nicht dran, dann fängt sie an, zu mir zu rennen und ruft und brüllt mich an, guckt mich an und reißt den Mund auf. Das heißt dann quasi, komm mal mit. Sobald man aufsteht, rennt sie dann vorne weg und zeigt einem, wo man hin muss. Sobald man dann an dem Ort angekommen ist, signalisiert sie einen, dass er auf die Schulter rauf möchte. Entweder indem sie auf den Kratzbaum drauf geht, ganz nach oben klettert und mich dann weiter anguckt und anbrüllt. Das heißt dann meistens, okay, komm zu mir rübergelaufen, dann kann ich einfach auf deine Schulter drauflaufen. Oder sie geht halt auf einen Stuhl drauf und macht sich lang an der Lehne und signalisiert, sie will hoch. Dann brauche ich eigentlich nur in die Nähe gehen, in die Hocke zu gehen, dann springt sie auf meine Schulter drauf. Oder wenn sie ganz narrig ist und ich so tue, als würde ich sie gerade einfach ignorieren, dann kommt es auch mal vor, dass sie dann einen 2 Meter entfernten Sprung ansetzt und mir auf den Rücken landet und sich dann hochzieht. Das macht sie selten, normalerweise macht sie es nicht, weil normalerweise brüllt sie mich dermaßen hart an, dass ich dann irgendwann nachgebe und sage, okay, du kannst auf meine Schulter drauf. Aber wenn ich sie halt komplett ignoriere und die Teamarbeit nicht anbiete, dann macht sie es halt auch mal so. Kommt es dann auch mal vor, dass ich einen Schmerzensschrei loslasse, wenn so eine Katze nämlich ihre Krallen einhakt. Das tut schon manchmal gut weh, macht es zum Glück sehr selten, aber letztens hat sie das wieder mal gerissen gehabt. Das macht sie einmal alle halbe Jahr oder einmal im Jahr. So eine Aktion. Wenn es einfach ganz verrückt auf Motte ist. Ist schon immer ganz putzig, aber. Ja, dann klettert sie halt die Schulter hoch. Letztens habe ich so einen Schmerzensschrei losgelassen. Da ist sie vor Schreck direkt runtergesprungen und hat mich ganz schockiert angeguckt. Da hat sie gar nicht gewusst, was Sache ist. ist ja nicht böse gemeint von ihr, aber manchmal, wenn sie halt dann so im Jagdfieber ist und so Bock drauf hat, die Motte zu fangen, dann schaltet halt das Gehirn auch mal aus. Das ist ja auch okay. Ich bin ihr da auch nicht böse. Da kriegt sie dann auch keine Schimpfe oder so. Das ist halt einfach, wir haben das so antrainiert, eigentlich Teamarbeit, Motten zu fangen und so. Wenn man dann so Teamarbeit angetrainiert hat, dann weiß die da halt Bescheid. Das ist aber auch genauso, Charlie ruft uns auch, wenn irgendeine Hornisse im Wintergarten ist. Sie weiß genau, Hornissen sind anscheinend gefährlich oder so. Mich wundert es ja sowieso immer, dass sie das so weiß, was gefährlich ist und was nicht. Und wenn dann so ein großer Brummer im Wintergarten mal ist, dann ruft die uns. Dann ruft die uns aber auf einer anderen Tonart. Was auch immer extrem interessant ist, finde ich. Weil er ruft sie immer ganz komisch, dass wir dann immer angerannt kommen, weil wir denken, irgendwas ist passiert. Und dann steht sie meistens nur da und guckt uns an. Oder setzt sich hin und guckt uns an, wieso kriege ich jetzt ein Lob, weil ich euch gerufen habe. Finde ich auch mal total interessant. Oder wenn sie mal eine Fliege fängt im Wintergarten, macht sie eigentlich eben selten, weil Motten sind viel leckerer. Dann hat sie es oft gemacht, dass er uns das zeigen wollte, was er gefangen hat, was ich auch mal total süß fand. Da hat mir natürlich dann immer leid für die Insekten, aber
ist halt der Jagdinstinkt und sie wollte halt dann immer präsentieren, was er gefangen hat. Ich meine, das machen Katzen ja sowieso gerne, auch wenn du Freigängerkatzen hast, dann musst du mit rechnen, dass du irgendeine Maus im Bett liegen hast oder irgendeinen Vogel oder was weiß ich. Also dann kriegst du einfach so ein kleines Geschenk von Katzen. Und das finde ich auch immer eigentlich total die mega süße, putzige Sache, dass Katzen sowas machen. Klar, ist nicht immer ganz so lecker, aber die Katzen meinen es ja nicht böse. Sie wollen dir ja nur ein kleines Geschenk geben. So, hier, habe ich was für dich gefangen. Wenn du zu ihrem Stamm gehörst, das finde ich total niedlich eigentlich. So, ich wollte gerade umparken, bin aber leider an der Erde hängen geblieben. Ich habe gedacht, der LKW kann das einfach umschieben. Also ich muss persönlich mittlerweile sagen, ich mag auch Hunde, aber ich habe meine Meinung zu Katzen ein bisschen geändert durch Charlie. Ich muss sagen, ich finde Katzen mittlerweile irgendwie interessanter. Klar, mit Hund groß geworden, ich liebe auch Hunde, aber ich, wie gesagt, durch Charlie bin ich doch ein bisschen begeistert, weil die einfach voll viel versteht. Es ist auch genauso, sie spielt ja immer mit ihrer Haarklammer. Ja, Charlie spielt ja mit nichts außer Haarklammer. Warum auch immer. Okay, letztens hat sie mal mit einem Imbusschlüssel gespielt. Alles, was Metallen klingt, ist interessant, aber Klammern sind am interessantesten. Und ich finde es auch total interessant, dass man ihr halt beibringen kann, dass sie genau diese Klammern suchen soll. Also wenn ich jetzt sage, Charlie sucht deine Klammer, dann fängt sie an, so eine Klammer zu suchen. Dann rennt sie an allem Möglichen vorbei und sucht und guckt überall rum, klettert überall hoch und sucht eine Haarklammer. Was ich auch total krass finde, dass sie das versteht, was eine Haarklammer ist. Weil sie könnte ja theoretisch auch dann zu einem Ball rennen. Ja, sie hat ja auch so kleine Softbälle zum Spielen. Meistens spiele ich mit denen oder ein Flummi, aber sie nicht. Und ich finde es total krass, dass sie sowas alles versteht und genau weiß, was was ist. Und ich weiß genau, dass nicht jede Katze so ist. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Katzen von meiner Schwester so vergleiche, die haben auch zwei Stück, Maine Coon oder wie die heißen, so Riesenbiester. die sind halt leider irgendwie im Vergleich zu Charlie, die sind zwar auch mega putzig und auch durch das dicke Fell total süß, aber die sind halt leider durch, weil ich Charlie kenne, ziemlich dumm in dem Vergleich. Das ist ja auch genauso, wie Charlie auch weiß, was er essen darf und was nicht. Ja, die Katzen von meiner Schwester, die essen alles. Die stürzen sich auf alles. Wenn da vom Playmobil irgendwie ein kleiner Kopf rumliegt oder eine kleine Mütze, wir wollen ja nicht so ganz brutal sein, dann springen die da drauf und wollen es essen. Also meine Schwester ist den ganzen Tag eigentlich nur dabei, den Katzen Sachen abzunehmen, weil sie wieder irgendwas Doofes essen wollen. Genauso Katzenangeln. Katzenangeln hast du ja auch immer irgendwas dranhängen oder so. Die Katzen von der wollen diese Sachen fressen, auch die Schnur. Das würde Charlie nie machen, macht sie auch nicht. Die frisst sowas nicht. Genauso wie die Katzen von meiner Schwester, wenn die mal raus dürfen, das sind ja auch Hauskatzen, wenn die auch mal mit raus auf die Wiese dürfen, die kennen keine Grenzen, die fressen alles, auch giftige Pflanzen für Katzen. Wo Charlie hingeht, schnuppert dran und weiß genau, ach, die darf ich nicht essen, rennen die hin und fressen's. Das ist ja auch so eine Sache, die finde ich total krass irgendwie, dass Charlie weiß, welche Pflanzen sie fressen darf und welche nicht. Wir haben so viele giftige Pflanzen bei uns zu Hause. Sie geht aber nicht dran. Wir haben das am Anfang ausgetestet gehabt. Wir haben die ganzen giftigen Pflanzen quasi weggestellt gehabt. Erstmal in den Raum gesperrt, als Charlie da war. Und haben erstmal geguckt, geht sie an Pflanzen dran, geht sie nicht an Pflanzen dran. Müssen wir uns da Gedanken machen, müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir haben ihr natürlich auch Katzengras und so weiter zur Verfügung gestellt. Da ist sie dran gegangen. Und wir haben noch so eine andere Pflanze zu Hause. Die ist nicht giftig für Katzen, die dürfen die sogar essen. Ist quasi wie Katzengras. Haben wir vorher nicht gewusst, aber Charlie hat's gewusst. Charlie ist zu dieser Pflanze geklettert und hat die angeknabbert, während wir als Menschen nicht gewusst hätten, dass Charlie essen darf und dass sie nicht giftig ist. Und an alle anderen Pflanzen geht sie nicht dran. Wie gesagt, wir haben Drachenbaumpflanzen zu Hause, mehrere, die sind eigentlich giftig für Katzen, geht sie nicht dran. Hat sie überhaupt kein Interesse dran. Wir haben ganz viele andere Pflanzen, die sind giftig für Katzen, geht sie überhaupt nicht dran. Auch wenn mal so Essenskrümel runterfallen, geht sie überhaupt nicht dran. Also wenn bei uns Essenskrümel runterfallen, geht sie überhaupt nicht dran, interessiert sie überhaupt nicht. Also man kann sich da komplett drauf verlassen, dass sie irgendwie nichts Falsches frisst. Und wenn ich da halt die Katzen von meiner Schwester so vergleiche und sehe dann, dass die wirklich hinter jedem Plastikteil hinterher springen, sofort schlucken wollen, da finde ich die Leistung von Charlie schon krass. Die macht das aber auch genauso draußen. Wir haben auf der Wiese auch Pflanzen, die darf sie eigentlich nicht essen. Sie geht aber immer nur zu der einen Sorte Grashalm hin,
diese auch wirklich essen darf. Alles andere schnuppert sie nur an und weiß dann vom Instinkt her anscheinend, genau die darf ich essen oder das ist giftig. Das heißt, wir können uns draußen auf Charlie auch komplett verlassen. Und das finde ich halt eine richtig, richtig coole Sache. Auch bei Charlies Jagdinstinkt muss man sagen, den hat sie eigentlich auch richtig gut unter Kontrolle. Ja, natürlich, wenn sie draußen ist, draußen sind auch mal Vögel. Und wir haben sowieso so eine provozierende Amsel, die läuft immer so einen Meter von einem, hüpft die entfernt rum. Ja, also die hat gar keine Scheu, gar keine Angst. Und das macht die auch vor Charlie. Und ich habe Charlie aber beigebracht, dass die, wenn da ein Vogel ist, den nicht fangen soll. Was macht Charlie? Die sieht den Vogel, starrt den an, macht ihre Vogelfanggeräusche und bleibt aber sitzen. Sie guckt ihn einfach die ganze Zeit an und macht ihre Meh-Meh-Meh-Geräusche. Klingt immer total lustig. Hätte ich auch nie gedacht, dass man das eine Katze so beibringen kann. Klar, es kommt auch mal vor, dass sie dann mal losrennt. Aber wenn ich dann ein gezieltes Nein loslasse, dann bleibt sie stehen. Dann bleibt sie wieder stehen und guckt. Also sie weiß genau, was sie machen darf und was sie nicht machen darf. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass sie hier irgendwelche Vögel fängt. Sie ist keine freilaufende Katze, sie hat Futter zu Hause, sie muss keinen Vogel töten. Muss nicht sein. Und das finde ich einfach richtig, richtig cool, dass man sich so auf sie verlassen kann. Und es hat halt irgendwie so ein bisschen mein Bild zu Katzen ziemlich geändert, weil ich halt früher nur Katzen kannte von irgendwelchen Kumpels und Kollegen oder Schulfreunden in der Grundschule und so weiter. Und ich fand Katzen immer extrem doof. Die eine Katze von dem einen Kumpel hat mich einfach immer ohne Grund angegriffen. Also sie kam immer zu mir, hat mich gestreift, ich habe sie dann gestreichelt und zwei Sekunden später habe ich eine Kralle in der Haut stecken gehabt. Also total uncool, also hat mich so ein bisschen vor Katzen abgeschreckt. Und die anderen Katzen hatten immer vor mir Angst. Da habe ich immer gedacht, ja, Katzen ist doch irgendwie ein blödes Haustier. Und wir hatten zu der Zeit einen Hund, da habe ich immer gesagt, ja, unser Hund ist doch 10-mal schlauer. Und jetzt habe ich Charlie und jetzt denke ich mir, ja, unser Hund war zwar mega schlau, aber ich würde sagen, Charlie ist schlauer. Wobei ich halt dann wirklich sagen muss, die Katzen von meiner Schwester, die sind halt nicht schlauer. Da ist halt wirklich alles, da ist Hoffnung und Malz verloren. Die eine Katze ist auch schon mal aufs Treppengeländer drauf geklettert und ist aus dem ersten Stock runtergefallen. Lauter so Sachen. Ich meine, das kann zwar mal passieren, aber es würde Charlie auch nicht machen. Und bei den anderen Katzen musst du auch aufpassen, also bei dem von meiner Schwester musst du aufpassen, die kommen mal auf dem Esstisch drauf, die springen auf die Küchenzeile, du kannst denen nicht beibringen, dass sie das nicht machen sollen. Die lernen es einfach nicht, egal was sie macht. Hat schon alles Mögliche probiert, die lernen es einfach nicht. Wenn du da dein Essen stehen lässt, wenn du die Küchentür vergisst zuzumachen, ist dein Essen am Ende weg. Da hat es den Katzen geschmeckt und es ist wirklich, wir haben halt die ganze Zeit unser Essen dann, oder ich räume nicht immer, wenn ich gekocht habe, gegessen habe, räume ich nicht immer unser Essen direkt weg. Ja, klar, ich räume es weg, ich räume es in die Küche, aber dann liegt es dann meistens so eine Stunde oder zwei auf der Küchenzeile, bis ich dann letztendlich die ganzen Teller wegräume und die Pfannen wegräume in die Spülmaschine und so weiter und so fort. Ich mache immer nach dem Essen erstmal ein kleines Päuschen. Und normalerweise, Charlie könnte ja da hinspringen, könnte kleine Essensreste oder so aufpicken oder was weiß ich, aber das macht sie alles nicht. Das macht sie alles nicht. Überhaupt kein Thema, brauche ich mir null Gedanken machen. Überhaupt nicht. Deswegen, Charlie ist eigentlich voll die gute, coole Katze, der man viel beibringen kann. Ich weiß nicht, was ich ihr noch alles beibringen kann. Mir gehen auch langsam die Ideen aus. Außer jetzt natürlich Sitz, mach Männchen. Platz könnte ich ihr vielleicht noch beibringen, dass ich hinlegen soll oder so. Aber so langsam gehen mir die Ideen aus. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen. Was kann man einer Katze alles beibringen? Ich bin halt immer wieder ein bisschen begeistert, was man so alles einer Katze beibringen kann. Und Charlie und ich sind auch wie so ein Herz und eine Seele. Wir spielen auch zusammen Fangen. Das klingt total bescheuert, aber wenn ich von drei runterzähle, das ist so das Signal quasi, dass ich sie gleich fange. Und dann rennt sie los, Vollgas ins Wohnzimmer und wartet dann, bis ich da bin. Also ich sprinte dann meistens hinterher so ein bisschen. Klingt total bescheuert, aber es macht ihr einfach auch mega Spaß. Sie fängt dann nämlich an, sobald ich dann wieder die andere Richtung laufe, kommt sie angerannt und klatscht mich ab. Also kommt dann hinterher gerannt und toucht mich einmal leicht am Bein an und rennt vorne weg. Das ist dann quasi von ihr das 3-2-1. Hänge ich jetzt ernsthaft an diesem kleinen Erdhobel da vorne fest?
Ja, okay. Es klingt total bescheuert, aber es ist einfach, finde ich, mega putzig. Dass man mit einer Katze fangen spielen kann, klingt total bescheuert. Das ist einfach von 3 runterzählen, 3, 2, 1, dann so tun, als würde man losrennen. Die Katze rennt los, sie will dann auch quasi mit haptisch abgefangen werden. Und dann, sobald ich rumdrehe und gehe wieder die andere Richtung, ist das quasi das Signal, dass sie mir hinterher rennt. Ja, und dann tut sie mich immer am Bein abtatschen und rennt vorne weg. Manchmal hält sie mich dann auch einfach fest. Dann kommt sie angerannt und schmeißt sich um mein Bein, tut mir nicht weh dabei, sie lässt die Krallen eingefahren und tut einen einfach festhalten. Wie quasi als Rückantwort, ich hab dich auch. Finde ich einfach mega krass und mega süß. So, ich habe jetzt den Muldenkipper schon mal für den anderen Streifen hingeparkt. Oh, ich hatte sogar noch Erde in der Schaufel drin. Ich schmeiß die Erde jetzt einfach mal nebenhin. Da haben wir ja auch beim Flugfeld so gemacht eigentlich, weil es ja hier auch noch so ein Graben wird. Da muss man ja sowieso eigentlich immer noch mal Erde reinschmeißen dann am Ende. Aber wir schmeißen die Erde jetzt gleich wieder in den Muldenkipper. Ich wollte nur jetzt hier den Graben noch leer machen. Das kleine Teilstück. Bevor ich dann auch mich umpositioniere mit dem Bagger. Aber ich finde es halt auch wirklich interessant, das ist nicht nur auf mich so bezogen, dass, weil wenn Katrin das mit ihr macht, auch mit dem Runterzählen und so weiter, ich meine, ich hab's Charlie so beigebracht, dass man das so machen kann. Wenn das aber Katrin dann auch macht, dann versteht es Charlie auch direkt. Das heißt, Charlie verbindet das nicht nur mit mir, sondern wenn Katrin jetzt da steht und sagt 3, 2, 1 und fängt dann an zu joggen, dann ist das Zeichen für Charlie loszurennen. Und das finde ich halt total cool, dass das Charlie so umsetzen kann. Naja, das ist ja ganz schön eine tierreiche Folge diesmal. Ihr könnt mir ja, wenn ihr auch Katzenbesitzer seid oder Hundebesitzer oder Tierbesitzer allgemein, könnt ihr mir ja auch gerne mal eure Katzenstories oder Tierstories, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Würde mich auch mal interessieren, was ihr so mit euren fälligen Tierchen erlebt habt. Ne, muss ja nicht Fell haben. Wir hatten auch mal Wellensittiche. Und selbst bei denen bin ich auch so ein bisschen begeistert gewesen, was die eigentlich lernen können. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte. Wir hatten damals, als ich noch ein kleiner Bubi war, hatten wir Wellensittiche. Und Wellensittiche sind ja auch nicht ganz so doof, muss man sagen. Die können ja auch ein bisschen was lernen. Und mein Wellensittich, also wir hatten 2 Stück. Mein Wellensittich, meine Schwester hatte einen, ich hatte einen, wir hatten beide den gleichen Käfig gehalten, aber der eine hat den gekauft, der andere hat den gekauft. Deswegen hatten wir immer so gesagt, das ist meiner, das ist deiner. Und kümmern tust nur du dich drum. So, ich will keine Arbeit mit denen haben. Genau, so habe ich das gemacht. Und der eine Wellensittich hat einfach alle möglichen Vogelarten nachgeäfft, die hier so in der Gegend verfügbar sind. Ja, man hat ständig gedacht, man hat eine Amsel im Zimmer, man hat einen Spatz im Zimmer. Also er hat wirklich jede mögliche Vogelart, die bei uns in der Gegend wirklich existent ist, hat er nachäffen können, weil er so 1-2 Mal gehört hat. Und dann hat er einfach die ganze Zeit in ihre Sprache gesprochen. Und er hat auch keine 2 Sekunden irgendwie den Schnabel gehalten. Wenn er mit dem Amselgeräusch durch war, ging es mit dem Spatz weiter. Dann ging es mit was weiß ich weiter. Er hat alles Mögliche nachgeäfft. Das ist richtig cool, dass sie sowas eigentlich lernen können. Und man sieht es ja auch so an Papageien, wie schlau die eigentlich werden können, weil Papageien können ja sogar auch ein bisschen reden. Die verstehen vielleicht den Kontext dahinter nicht, aber die können ja wirklich Wörter nachsagen. Ob sie das verstehen, es gibt vielleicht auch bestimmt schlauere Varianten oder schlaue, die das vielleicht können, die da vielleicht den Kontext verstehen können. Aber ich glaube im Grunde genommen, die meisten prappeln das eigentlich nur nach. Aber trotzdem cool, dass sie sowas lernen können, auf jeden Fall. Ach, und was ich Charlie auch beigebracht habe, auch eine total coole Sache, dass sie das versteht. Katzen sind ja manchmal ein bisschen schreckhaft. Und ich habe Charlie beigebracht, wenn ich sage, alles gut, brauchst du keine Angst haben. Ja, da ist nichts passiert, alles in Ordnung, keiner frisst sie. Und das versteht die tatsächlich auch. Das merkt man zum Beispiel dran, wenn sie sich erschreckt hat oder jetzt gerade lossprinten will und ich sage, alles gut, oder sie ist gerade losgesprintet, weil sie sich erschreckt hat und ich sage, alles gut, dann hört sie sofort auf zu sprinten, guckt mich einmal an, so ein kleiner kontrollierender Check, und dann sage ich nochmal, alles gut. Und dann ist total die Panik weg, dann ist sie komplett beruhigt wieder, alles gut, keine Angst mehr, weiß sie genau, es passiert nichts, alles in Ordnung. Und das finde ich halt total cool, dass sie das auch so irgendwie versteht und dass sie dann total schnell weiß, okay, ich habe mich gerade erschreckt, aber es wird mir nichts passieren. Und das finde ich halt auch irgendwie krass.
dass sie das halt umsetzen kann. Und wenn sich Katzen ja erschrecken, dann kriegen die ja wie so einen Waschbärschwanz quasi, dann plustern die so richtig auf, stellen die Haaren auf und gucken so ein bisschen ängstlich. Und wie gesagt, wenn Charlie das hat, weil sich vor irgendwas erschreckt hat, dann sage ich immer alles gut. Und dann wird dieser buschige Schwanz, geht dann sofort weg, sie guckt wieder total entspannt und kommt mal kurz, streift mal kurz mich und dann weiß so, alles ist in Ordnung. Und das finde ich halt schon irgendwie alles total krass. Also bin froh, dass wir Charlie haben. Hat mir ein total anderes Weltbild von Katzen irgendwie verpasst. Und zeigt mir auch, dass Katzen total schlau sein können. So, wir sollen die Baustelle räumen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe gerade nebenbei eine Discord-Nachricht gekriegt, hatte ich gerade mal kurz reingeguckt. Ja. Naja, wie gesagt, es ist total cool. Wie gesagt, lasst mir mal eure Stories von euren Tierchen in die Kommentare. Oder schreibt die mal rein in die Kommentare, sagen wir es so. Würde mich mal interessieren, was ihr mit euren Tierchen schon alles erlebt habt. Viele Haushalte haben ja Tierchen und es gibt eigentlich immer irgendwelche lustige Stories, über die man sich unterhalten kann. Würde mich einfach mal interessieren. So, die Folge geht jetzt schon wieder 41 Minuten, weil ich mich über Charlie festgebabbelt habe. Und wir sind jetzt schon bei 28% bei dem Hangar. Ich denke mal, wir müssen hier dann bestimmt Betonzeug gießen. Genau, Palette Betonbauteile sollen wir holen, Palette Betonschalung. Wir haben schon wieder mitten in der Nacht, 22 Uhr. Ich würde sagen, ich komme jetzt langsam mal zum Ende. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr mit euren Tierchen erlebt. Und ja, gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.